Wir sagen, dass jemand, wir sagen nicht, dass jemand, der kleine Sünden macht, ist ein Kafir. Sagen wir nicht. Wie das die Khawarij machen. Nennst du mich ein Khariji, weil ich sage, jeder, der Allahs Gesetze ablehnt, seine eigene ist ein Kafir, dann wallahi al-azim haben die Khawarij recht. Und nur weil sie recht haben und wir einig sind, sind wir Khawarij. Und nur weil sie recht haben und wir einig sind, sind wir Khawarij. Und nur weil sie recht haben und wir einig sind, sind wir Khawarij. Und Allah tabaraka wa ta'ala sagt, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Wer nicht nach dem richtet, was Allah hinabgesandt hat, diese sind die Kuffar. Liebe Geschwister im Islam, wie angekündigt, das Thema von heute, wir reden über den Vers in Sure 5, Vers 44 und ich bitte wirklich leise zu sein, weil das Thema braucht Konzentration. Wenn Kinder schreien, mit den Kindern rausgehen, das ist wirklich ein wichtiges Thema. Wie ist der Vers in Sure 5, Vers 44 zu verstehen, der immer so gerne benutzt wird, um dazu aufzurufen, Leute den Kopf abzuhacken? Der in Sure 5, Vers 44, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكُمُ الْكَافِرُونَ. Wer nicht mit dem urteilt, oder wer nicht nach dem urteilt, was Allah herabgesandt hat, dies sind die Ungläubigen. Wer nicht mit dem urteilt, was Allah herabgesandt hat, dies sind die Ungläubigen. Ich habe schon eine Einführung dazu gemacht, die eine Stunde dauert. Deswegen, wer die Einführung nicht gesehen hat, der kann sich die auf der Internetseite vorher nochmal angucken zu dem Thema. Und da habe ich erwähnt, wie ist der Vers zu verstehen? Ist hier mit Käfirun, Ungläubige, ist hier mit der große Unglaube gemeint oder der kleine Unglaube? Denn wir unterscheiden den Unglauben in Kufr al-Akbar, das heißt großer Unglaube, und Kufr al-Asra. Al-Kufr al-Akbar wa al-Kufr al-Asra. Der große Kufr ist der Kufr, wie beispielsweise jemand, der nicht an die Engel glaubt, jemand, der nicht an den Propheten glaubt oder jemand, der nicht an den Islam glaubt. Zum Beispiel. Oder eine Tat, die großer Kufr ist, ist zum Beispiel, dass jemand den Koran in die Mülltonne wirft. Absichtlich. Das heißt, selbst wenn er weiß, dass das Haram ist und glaubt, dass das Haram ist, und selbst wenn er weiß, dass Allah der richtige Gott ist, so hat er keinen Iman, weil der Iman ist nicht Wissen. Denn Iblis hatte auch Wissen. Aber Iblis hat den Befehl von Allah nicht akzeptiert. Er ist nicht Käfer geworden, weil er sich einfach nicht niedergeworfen hat, sondern er ist Käfer geworden, weil er diesen Befehl nicht akzeptiert hat. Weil er gesagt hat, warum soll ich mich vor dem niederwerfen? Sinngemäß, du hast mich aus Feuer erschaffen und ihn aus Erde. Das heißt, er hat den Befehl von Allah in Frage gestellt, nicht akzeptiert. Weil ansonsten wäre Adam auch Käfer geworden, weil er den Befehl nicht akzeptiert hat. Aber Adam ist nicht Käfer geworden, sondern Adam war ungehorsam. Das heißt, man kann ungehorsam sein. Zum Beispiel jemand, eine Frau, trägt kein Kopftuch. Dann ist sie Allah ungehorsam. Aber wenn sie sagt, wenn sie im Koran liest, dass Allah Kopftuch befiehlt und sie sagt, ach, was soll das in der heutigen Zeit? Dann wird sie Käferer, wird sie ungläubig und fliegt aus der Religion raus. Dann gibt es kleinen Kuffer, das sind Sünden, die Allah zum Beispiel Kuffer nennt, aber die nicht aus der Religion rauswerfen. Wie beispielsweise, was der Prophet als Kuffer bezeichnet, ist zum Beispiel Geschlechtsverkehr mit der Frau, wenn sie ihre Tage hat. Bitte keine Kommentare. Das ist ein kleiner Kuffer, das ist eine große Sünde, die aber nicht aus der Religion rauswirft, die aber Kufr genannt wird, Unglaube genannt wird. Oder beispielsweise auch, dass man bei etwas anderem schwört außer Allah. Das ist kleiner Kufr. Es kann aber auch zum großen Kufr werden, wenn man das mit einer Art Ehrerbietung macht, die ein Level von Gottesdienst erreicht. Das heißt, wir fragen dieser Vers, wo Allah sagt, wer nicht mit dem urteilt, was Allah herabgesandt hat, ist hier mit kleiner Kuffer oder großer Kuffer gemeint? Das ist die Frage. Die zweite Sache ist, warum benutzen diesen Vers so viele Leute, um eine bestimmte Gruppe von Leuten zu Käfir zu erklären? Weil viele wollen den benutzen, um die heutigen Führer der islamischen Länder alle über einen Kamm zu scheren, alle zu Kuffar zu erklären. Und ich habe erklärt, dass sie das machen. Warum? Weil sie glauben, dass der Weg, um die Umma wieder nach vorne zu bringen, sei, dass man mit Gewalt die Scharia einführt
Und das erreicht, indem man einfach den Führern der islamischen Länder die Köpfe abschlägt und dann ein riesiges Blutbad verursacht, wo vielleicht Tausende, vielleicht Millionen von Muslimen bei draufgehen. Ich habe das, wie gesagt, kurz erklärt in der Einführung. Und dann habe ich eine Regel erklärt. Wenn etwas Kuffer ist, wir haben gesagt, was ist kleiner Kuffer? Kann es einer wiederholen, was kleiner Kuffer ist? Das ist eine große Sünde, bringt aber nicht aus der Religion raus. Ein großer Kuffer ist etwas, was aus der Religion rausbringt. Genau, also man ist dann kein Muslim mehr. Ne? So, es kann sein, dass jemand eine Sache macht, die großer Kuffer ist und er wird trotzdem kein Ungläubiger. Es kann sein, dass jemand einen großen Kuffer macht und er wird trotzdem kein Ungläubiger. Deswegen, wenn ein Muslim, der sagt, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, eine Sünde macht oder ein Etikat hat, der großer Kuffer ist, kann es sein, dass er eine Entschuldigung hat und nicht für Ewigkeit in die Hölle geht. Zum Beispiel. Oder keine Sünde dafür geschrieben wird. Beispielsweise, jemand wird gezwungen. Ich gebe nur ein Beispiel. Es gibt viele Gründe, aber zum Beispiel ein Grund, er wird gezwungen. Man hält ihm die Pistole an den Kopf und sagt zu ihm, beleidige die Religion. Die Religion zu beleidigen, bringt sofort aus der Religion raus. Selbst wenn er glaubt, dass das Haram ist, was er macht, selbst wenn er es glaubt, bringt aus der Religion raus, weil das zeigt, dass er in seinem Herzen keinen Respekt für die Religion hat. Aber der hat dir vielleicht, der wird die Pistole an den Kopf gehalten und wird gesagt, beschimpfe den Propheten. Er beschimpft den Propheten, überlebt, hat das aber nur gemacht, weil sie ihn gezwungen haben, beispielsweise. Dann wird er dadurch kein Kafir. Wer ist der Beweis dafür? Sure 9. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriya wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Mutma'innun bil iman. Also, wer Unglaube geht, nachdem er Glaube hatte, ja, außer wer gezwungen war und sein Herz hat, also bleibt weiter Ruhe, hat weiter diese Ruhe im Glauben, sinngemäß Übersetzung. Ja? So, jetzt. Das heißt, und dies ist die Regel, die die Gelehrten sagen, Leisa kullu man waqa fil kufri waqa al kufru alayh. Nicht jeder, der in den Kuffer hineinfällt, so fällt der Kuffer auf ihn. Das heißt, nicht jeder, der etwas macht, was großer Kuffer ist, wird dadurch Käfir, sondern es kann sein, dass er was hat? Was haben wir gerade gesagt? Einen Entschuldigungsgrund. Nochmal neu, ich will, dass ihr das alle richtig versteht, deswegen wiederhole ich das. Das heißt, wenn jemand großen Kuffer macht, deswegen stelle ich immer Fragen, wenn ein Muslim großen Kuffer macht, wird er dann immer sofort Käfir? Was ist die Antwort? Nein. Warum? Er kann was haben? Was kann er haben? Entschuldigungsgrund. Kann er haben. Ein Käfer, wenn der großen Kuffer macht, ja, dann brauchen wir gar nicht zu gucken, ob er einen Entschuldigungsgrund hat, weil der ist von vornherein Käfer. Wenn Christ Jesus anbetet, sagen wir nicht, ja, ist er jetzt Käfer geworden oder nicht? Der war ja vorher schon Käfer. Ja? So, das als Beispiel. So. Was ist jetzt, wenn einer kleiner Kuffer macht? Kann er dann einen Entschuldigungsgrund haben, der nicht zum Käfer macht? Nein, weil kleiner Kuffer bringt ihn sowieso nicht aus der Religion raus. Okay? So, jetzt. Jetzt kommt der Punkt. Und das ist eine Regel, die sehr wichtig ist. Die sagt Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah in Majmu' Fatawa. Er sagt, Man yathbutu islamu bi yakin lam yazul dharika anhu bi shak bala yazulu illa ba'da ikamati hujja wa izalati shubha. Das heißt, wenn jemand sein Islam sicher ist, wann ist er sicher? Er sagt, ich bin Muslim. Shadu an la ilaha illallah. Ja? So geht dieser Islam von ihm nicht weg mit dem Zweifel. Was ist der Zweifel? Dass du glaubst, vielleicht hat er einen Entschuldigungsgrund für die Tat, die er macht. Illa bada ikramatul huja wa izadati shubha. Was ist ikramatul huja? Dass man guckt, feststellt, ist diese Person gezwungen oder hat er es freiwillig gemacht? Ist er unwissend oder hat er es aus Wissen gemacht? Ist er, vielleicht hat er einen unbeabsichtigten Fehler gemacht? Was kann sein, dass er einen unbeabsichtigten Fehler macht? Der sagt zum Beispiel, der verspricht sich zum Beispiel, der will Allah anrufen und er ruft den Propheten Mohammed an. Er sagt zum Beispiel, oh Allah, der will sagen, oh Allah, mache, dass meine Kinder gute Muslime werden. Und er ruft Mohammed und fragt, bittet Mohammed, dass seine Kinder gute Muslime werden. Das ist Schirk. Und er darf ja nicht Mohammed fragen, Mohammed ist der Prophet. So, aber
Kann sein, der hat sich versprochen, als Beispiel. Zum Beispiel. Das ist Ikamatul Hujja wa Izalatul Shubha. Und Izalatul Shubha, zum Beispiel, dass er eine Sache zum Beispiel falsch verstanden hat. Zum Beispiel. Das gibt es auch. Jemand ist zum Beispiel, hat Unwissenheit oder macht einen Ta'wil. Die Gelehrten früher, Ta'wil, das heißt, der interpretiert eine Sache vom Koran falsch, die vielleicht in den Kufr reinbringt. Und er hat vielleicht auch nicht ganz so viel Wissen. Ja? Beispielsweise, zum Beispiel mit Jenseits. Ja? Zum Beispiel eine Jenseitsangelegenheit. Ja? Er versteht zum Beispiel verschiedene Verse so, auf diese Art und Weise, dass er glaubt, ja, dass irgendwann jeder aus der Hölle rauskommen wird. Beispielsweise. Oder er versteht zum Beispiel einen Vers so, dass er glaubt, dass die Hölle irgendwann aufhören wird. Aber Allah wird die Hölle erheben und die Leute werden ewig dort bleiben. Als Beispiel. Okay. So, das muss man erstmal von vornherein wissen. Das heißt, wenn wir jetzt darüber reden, über diesen Vers, ob jemand, der nicht mit dem urteilt, ein Führer von einem Land, ja, wir wollen, weil diese Leute wollen sagen, der Führer von dem Land, der Präsident, der König von diesem und jedem islamischen Land, der ist Kafir. Und deswegen dürfen wir ihn angreifen und ihn abschlachten und einen Putsch versuchen. Ja? So. Jetzt müssen wir erstmal wissen, wenn das großer Kuffer wäre, dass er zum Beispiel nicht mit Scharia herrscht in allen Dingen, dann wäre das was, dann müssen wir erstmal gucken, hat er vielleicht einen Entschuldigungsgrund, okay? So, die Frage ist aber hier, ist dieser Vers ein Beweis dafür, dass derjenige, der mit einem anderen Gesetz herrscht, als dem Gesetz Allahs, ist das ein Beweis dafür, dass er Kafir ist? Das müssen wir erstmal gucken. Was haben wir gesagt, wie heißt der Vers? Wer nicht mit dem urteilt, was Allah herabgesandt hat, das sind die Ungläubigen, okay? So, erstmal. Dann fragen wir uns, was ist die Frage? Weil Brüder, bevor wir an ein Thema rangehen, müssen wir uns erstmal fragen, was ist die Frage genau? Ist die Frage hier, ob ein Mensch, ein islamischer Führer, mit dem Gesetz Allahs herrschen muss? Das ist nicht die Frage. Denn jeder Muslim muss glauben, dass es Pflicht ist, mit dem Gesetz Allahs zu herrschen. Egal, ob du Führer bist oder nicht. Auch bei dir zu Hause. Wenn du entscheidest, wen du heiratest, ja, und du hast eine Frau, musst du entscheiden nach dem Gesetz Allahs. Du willst eine Frau heiraten, du hast drei Frauen zur Auswahl. Eine Frau, die Christin ist, eine Frau, die Muslimin ist und eine Frau, die Atheistin ist. Wen darfst du Atheistin heißt? Doch, der darf fragen. Wenn er einen Begriff nicht versteht, könnt ihr dazwischen fragen. Atheist ist jemand, der glaubt nicht an Gott. Als Muslim darfst du dann die Christin und die Muslimin heiraten, aber die Atheistin darfst du nicht heiraten. Weil es haram ist. Vom Koran her ist verboten, Atheistin zu heiraten. Man darf nur, ein muslimischer Mann darf nur Jüdin, Christin oder Muslimin heiraten. Nee, das ist jetzt keine Frage. Aber Allah erlaubt, dass man Juden und Christen heiratet. Jüdische und christliche Frauen. Aber die konvertieren doch danach zum Islam. Nicht unbedingt, muss sie nicht. Aber welcher muss dann heiraten? Das ist was anderes. Wenn er in diesem Fall die Christin entscheidet, weil er die beispielsweise schöner findet, dann können wir nicht sagen, dass er eine Sünde gemacht hat. Natürlich, die Entscheidung sollte sein, mustahab, er wünscht, dass er die Muslimin heiratet, logischerweise, wegen der Erziehung der Kinder. Aber wenn er eine Atheistin heiratet, dann begeht er eine große Sünde. Und wenn er sagt, dass er erlaubt für ihn eine Atheistin zu heiraten, dann fliegt er sogar aus dem Islam raus, wenn ihm die Botschaft gebracht wurde aus dem Koran. Wieder was? Weil er leugnet etwas vom Koran, was drinsteht, er wird Kafir, aber nur wann? Wenn man ihm den Beweis bringt, vielleicht wusste der es gar nicht, dass er keine Atheistin heiratet. Wir haben gesehen, die haben einige Leute gefragt, ja, warum nicht? Weil er es gar nicht wusste. Versteht ihr? So, jetzt weiter. Die zweite Sache ist, dass jemand glaubt, ein anderes Gesetz als das Gesetz Allahs wäre besser. Was ist das? Kuffer. Weil wir müssen glauben, dass das, was Allah herabgesandt hat, für den Menschen das Beste ist. Warum? Warum? Weil Allah sagt im Koran, أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ لَتِيفٌ خَبِيرٌ. Weiß derjenige nicht, der erschaffen hat? Und er ist der Milde, der unterrichtet ist von allem? Das heißt, Allah weiß am besten, was für den Menschen am besten ist. Und er ist deswegen auch der beste Gesetzgeber. Dann, das ist also alles klar. Das heißt, wenn jemand sagt, es ist erlaubt
und ein anderes Gesetz besser oder ein anderes Gesetz ist gleich gut. Der sagt zum Beispiel, ja, Scharia ist ein gutes Gesetz, aber Kommunismus ist genauso gut oder Demokratie ist genauso gut. Was ist das? Das ist Kufr Akbar. Das ist eine Leugnung des Korans. Ja, das heißt, der Person wird Käfer dadurch. So. Die nächste Sache ist, jetzt haben wir einen Richter. Einen Richter in einem Gericht. Hier sagen alle, ein Richter in einem Gericht. Und dieser Richter, der richtet mit dem Gesetz Allahs. Jetzt kommt jemand zu ihm, zwei Personen, und die streiten sich. Und jetzt kriegt er von der einen Person Geld. Normalerweise müsste er für diese Person entscheiden, aber da diese Person ihm Geld gegeben hat, entscheidet er für diese Person. Richtet er mit dem Gesetz Allahs? Nein. Wird er Käfir? Nein. Warum? Weil er glaubt, er hat eine Sünde gemacht. Wie eine Frau, wie jemand, der beispielsweise eine Sünde so macht, der klaut. Aber der glaubt, er hat eine Sünde gemacht, aber das Geld, was er bekommen hat, hat ihn dazu gebracht, sich das Gesetz auszulassen. Hat aber nicht mit dem Gesetz Allahs geherrscht. So. Der nächste Punkt ist, dass jemand das Gesetz Allahs austauscht mit einem anderen Gesetz und behauptet, das ausgetauschte Gesetz wäre das Gesetz Allahs. Zum Beispiel, hier ist das Gesetz Allahs, Beispiel jetzt. Oder hier, das ist das Gesetz Allahs als Beispiel. Und der macht so, der sagt, nee, ich richte nicht mit dem Gesetz Allahs. Oder der Richter, der macht so hier und sagt, das hier ist das Gesetz Allahs. Mein erfundenes Gesetz ist das Gesetz Allahs. Wer hat das gemacht? Das haben die Juden gemacht, als dieser Vers herabgesandt wurde. Ja, also das ist der Herabsendungsgrund. Juden kamen zum Propheten und in dem Buch stand drin, dass es für sie eine Steinigung gibt. Das heißt, wenn jemand Unzucht begangen hat, zum Beispiel ein Mann ist seiner Ehefrau fremdgegangen, kriegt er die Todesstrafe. Alhamdulillah. Ja? So, und die sind zum Propheten gegangen, der sollte entscheiden zwischen denen. Was haben die gesagt? Die haben den verdeckt. Die haben mit ihrer Hand den Vers verdeckt und haben nur den Vers davor und danach gelesen und haben gesagt, das Urteil von Allah in unserem Buch ist Peitschen. Peitschen. Und noch etwas anderes habe ich vergessen. Auf jeden Fall Peitschen. Was haben die gemacht? Was haben die gemacht? Die haben das Gesetz Allahs genommen, mit ihrem eigenen Kopf ausgetauscht, haben das Gesetz Allahs geleugnet, obwohl sie in ihrem Inneren wussten, dass es falsch ist. Verstanden? Ist verstanden, so. Und das ist natürlich, wenn jemand, hallo? Ist schon wieder hier am Knacken, ne? Wenn jemand natürlich behauptet, dass, stell dir vor, jemand kommt jetzt mit dem Koran, tauscht den Koran aus und sagt, ja, nee, der Koran ist nicht das Gesetz Gottes, sondern das ist das Gesetz Gottes. Im Koran steht nicht, dass Juden und Christen in die Hölle gehen, sondern im Koran steht, Juden und Christen sind die besten Gläubigen. Natürlich wird er dann Käfir. Weil er leugnet ja den Koran. Ob er das glaubt oder nicht, was er sagt. Mit Überzeugung, mit Dings. So, jetzt. Die nächste Frage ist, und das ist ja die Frage, weil wisst ihr, Brüder, warum ich euch das so aufteile? Weil viele Leute, die reden über dieses Thema, aber die reden diese einzelnen Punkte gar nicht an. Dass man das richtig versteht. Aber wisst ihr, warum das so ist? Die sagen nur hier, ja guck, da steht, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمِ مَا أَنْزَ اللَّهُ فَلَيْكُمْ الْكَافِرُونَ. Da steht, wenn ich mit dem Urteil Allah sage, sind die Kuffar, hier, siehst du, der ist Käfir, der ist Käfir, der ist Käfir, der ist Käfir, der ist Käfir. Wisst ihr, warum? Weil denen ihr Ziel ist nicht, die Leute aufzuklären, denen tiefgründiges Wissen zu geben, sondern denen ihr Ziel ist, die Leute für ihre Bewegung zu mobilisieren. Die Bewegung, die Muslime in den islamischen Ländern dazu auffordern soll, Aufstand gegen den Gläubigen, gegen den Führer zu machen. Das ist der Punkt. Und deswegen sind die gar nicht daran interessiert, zu differenzieren, zu erklären, zu sagen, vielleicht hat jemand einen Entschuldigungsgrund. Du wirst es nie sehen, dass jemand, der diese Meinung hat, dass er versucht zu differenzieren und zu sagen, es kann sein, dass ein Gläubiger einen Entschuldigungsgrund hat. Und es braucht sich keine Anzeige, wenn sich jemand angesprochen fühlt. Ich rede nicht von bestimmten Personen hier. Ich wollte sagen, ich rede hier gerade nicht von bestimmten Personen, weil wir froh sind, dass eine Person, die so einen Unfug erzählt hat, seine Meinung zurückgenommen hat, zwar mit Allahu Alam, aber Alhamdulillah sind wir schon mal froh. Aber trotz alledem, ich rede nicht von bestimmten Personen, sondern ich rede allgemein von einer Gruppe. Falls da jemand ist, der sich angesprochen fühlen sollte. So. Jetzt, was ist der Streitpunkt?
Der Streitpunkt, wie nennt sich diese Sache, die ich gerade genannt habe? Dieses Auswechseln, weil man muss die Terminologie, was heißt Terminologie? Fachsprache. Verstehen. Dieses Auswechseln mit dem Gesetz Allahs, mit einem anderen Gesetz, dass man das andere Gesetz als Gesetz Allahs ausgibt, ist Tabdil. Nennt man Tabdil. Ja? Jetzt gibt es noch Istibdal. In der Sprache heißt das beides austauschen. Istibdal ist, jemand hat hier, zum Beispiel, ich gebe das als Beispiel. So, sagen wir mal jetzt hier als Beispiel, ist das Gesetz Allahs drin. Okay? Jetzt tausche das Gesetz Allahs aus mit einem anderen Gesetz, mit einer anderen Gesetzgebung und sagt jetzt, gut aufgepasst, sagt jetzt, dieses Gesetz ist nicht das Gesetz Allahs. Das Gesetz Allahs ist hier. Ich herrsche aber nicht mit dem Gesetz Allahs. Ich weiß, das Gesetz Allahs ist besser. Ich weiß, das Gesetz Allahs ist richtig. Ja? Aber ich urteile mit diesem Gesetz, weil wir leben heute in einer Zeit, ja, wenn ich jetzt mit, bin bei mir Führer im Land, ich kann die Scharia nicht einführen, hier ist die Armee, hier wird es zu Aufstand kommen, wir werden boykottiert von Amerika, von so und so und so, wir werden angegriffen, ja, und ich kann nicht, ich, zum Beispiel, ja, aber ich weiß, es ist eine Sünde, ich bin sündig, wenn ich mit diesem Gesetz herrsche, nicht mit diesem, okay? Was ist mit dieser Person? Diese Person ist laut unserer Meinung kein Käfer, sondern jemand, der eine Sünde macht. Aber die andere Gruppe sagt, der ist Käfer auch. Der ist auch Käfer, sagen die, wenn er es ausgelöst hat. Und das ist der Punkt, deswegen habe ich euch das gerade erklärt, habe ich euch das Beispiel, das eine ist Tabdil, das heißt, der tauscht das Gesetz Allahs aus, wie diese Juden das gemacht haben bei dem Vers, und sagt hier, das Gesetz Allahs ist nicht Steinigung, sondern Peitschenhiebe. Okay? Versteht ihr? Und die andere tauscht aus, sagt, ja, das Gesetz Allahs ist Steinigung, aber wir machen keine Steinigung, wir machen nur, dass jemand beispielsweise eingesperrt wird oder Geldstrafe bekommt. Als Beispiel. So. Dann wollte ich, bevor ich in das Thema... So, darum geht es. Das heißt, am Anfang müssen wir erstmal die Frage definieren. Ist Istibdal, das was wir gesagt haben eben, diese Art, ist der Käfer oder ist der nicht Käfer? Das ist die Frage. Weil wenn wir die Frage nicht definiert haben, und glaubt es mir, das werdet ihr sehen, die anderen Leute reden immer oberflächlich. Weil wenn sie tiefgründig reinkommen, kommen sie zum selben Ergebnis wie wir. Aber ich möchte darüber ausgehen, ich werde alle Punkte bringen von dieser Sache und ich habe auch in dem ersten Video erzählt, wie ich zu diesem Ergebnis gekommen bin. Und das sind nicht meine Worte, das sind die Worte von großen Gelehrten, wie beispielsweise Tabari. Weiß einer, wer Tabari ist? Das ist der größte Tafsir-Gelehrte, der Umma von Ahl-Sunnah wal-Jama'ah. Oder zum Beispiel Qurtubi, einer der anderen großen Tafsir-Gelehrten. Oder andere große Gelehrte, wie Imam Nawawi, Imam Ibn Hajar al-Asqalani oder auch in der noch heutigen Zeit Sheikh Albani, rahimullah. Ja? Rahimullah, ja? Das heißt, die meisten Gelehrten sind dieser Meinung, dass das wir sagen. Ja? Und jetzt kommt es, jetzt werden einige kommen, und das ist immer ein Zeichen, dass die Leute kein Dings haben, keine Argumente mehr haben. Sagen, hey, will der jetzt die Führer der islamischen Länder verteidigen? Wir wollen keinen verteidigen. Wir wollen nur fragen, ist diese Sünde Kufr al-Akbar oder kleiner Kufr? Kufr al-Akbar oder Kufr al-Asra? Ist das großer Kufr oder kleiner Kufr? Denn wenn jetzt beispielsweise jemand kommt und macht Zina, dann sage ich, diese Person macht eine Sünde. Aber wenn dann jemand anders über diese Person sagt, der ist Käfer geworden, dann muss ich sagen, Moment, der ist kein Käfer geworden, der hat Zina gemacht. Dann habe ich diese Person, die Zina gemacht hat, nicht verteidigt, sondern ich habe das Urteil Allahs über diese Person verteidigt. Weil Allah nicht denjenigen, der Zina macht, zum Käfer erklärt, okay? Das heißt, wir verteidigen nicht die Führer, sondern wir sagen ganz klar, wer nicht mit dem Gesetz Allahs herrscht, ein Führer, der das Gesetz Allahs austauscht oder irgendetwas anderes, ist in einer riesengroßen Sünde. Und jeder ist berechtigt, an dem Iman zu zweifeln. Aber was haben wir am Anfang gesagt? Wenn jemand ist Muslim mit sicherer Gewissheit ist, der sagt, La ilaha illa Muhammad Rasulullah, können wir nicht aus dem Islam ausschließen mit Zweifel.
an seinem Iman. Okay? Das ist die Regel. Weil wir müssen Step by Step nach Regeln gehen. So, jetzt. So, jetzt müssen wir die Frage stellen an die Brüder, die sagen, wer Istibdal macht. Wir haben gesagt, Tabdil ist, der behauptet, das andere Gesetz das Gesetz war. Wie wer es gemacht hat? Wie waren die, die das gemacht haben? Die? Juden. Zu dieser Zeit damals mit den Propheten. Oder Istibdal, so wie heute, die tauschen das aus, aber sagen, ja, das Gesetz Allah ist das Beste. Okay. Wir fragen diese Leute, habt ihr einen Vers im Koran, der explizit auf Istibdal hinweist? Wenn sie diesen Vers haben oder in der Sunna einen klaren Beweis haben, dann sagen wir, Alhamdulillah, wir nehmen es hin. Aber wenn sie den nicht haben, dann müssen wir diese Sache widersprechen. Und ich gehe heute auf den ersten Beweis ein. Die benutzen viele Beweise im Koran. Und ich gehe heute auf den beliebtesten Beweis ein. Und ich werde jetzt in den nächsten Sendungen, inshallah, jeden einzelnen Beweis unter die Lupe nehmen. Das heißt, wir nehmen heute den Vers unter die Lupe, wo ich eben schon gesagt habe, Sure 5, Vers 44. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَلَيْكُمُ الْكَافِرُونَ. Das war erstmal eine kleine Einleitung nochmal. So, und jetzt. So, und ich sage euch, warum nehmen wir den unter die Lupe? Brüder und Schwestern, ich will für euch das Beste. Und ich bin mir 100% sicher, dass wir die richtige Meinung haben. Und man muss die richtige Meinung verteidigen. Und glaubt mir, wer sowas nicht unter die Lupe nimmt und wer oberflächlich bleibt, was will der? Warum bleibt der oberflächlich? Der will was verbergen. Wie ich eben schon gesagt habe, weil man die Leute mobilisieren will. Okay? So. Dann. Jetzt kommen viele Leute und sagen beispielsweise, ja, die sagen zum Beispiel, ey, ich höre das zum Beispiel. Der Vers ist doch klar. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Wer nicht mit dem herrscht, was Allah herabgesandt hat, das sind Kuffar, also sind die Führer Kuffar. Und wer was anderes erzählt, der philosophiert rum. Ich sage erstmal, was steht in dem Vers? Hört mal genau zu. Wer nicht mit dem urteilt, was Allah herabgesandt hat, oder richtet, was Allah herabgesandt hat, so sind sie die Ungläubigen. So sind jene die Ungläubigen. Steht hier, wenn der islamische Führer das Gesetz Allahs mit einem anderen Gesetz austauscht, ist der Käfir? Nee, steht hier nicht. Was steht hier? Hier steht, wenn jemand, nicht Führer, nicht König, nicht Präsident, wenn jemand mit einem anderen Gesetz, oder wenn jemand nicht mit einem anderen Gesetz, mit einer anderen Sache urteilt als Allah, was Allah sagt, ist der Käfir. So, jetzt kommt aber in dieser Sache, was heißt das? Das heißt, jeder, der mit etwas anderem urteilt. Wenn du zu Hause beispielsweise, hast eine Familie und du lässt deinen Sohn in die Disco gehen, deine Tochter aber nicht. Und du weißt, der Sohn darf auch nicht in die Disco. Was hast du dann gemacht? Dann hast du nicht mit dem geherrscht, was Allah herabgesandt hat. Bist du dann Käfir geworden? Nein. Aha. So, und davor gibt es noch einen anderen Vers, der sagt, oder da gibt es noch andere Verse, genau im selben Kontext, wo steht, wer das nicht macht, ist Zalim. Oder sind die Zalimun, sind die Ungerechten. Und wer das nicht macht, ist Fasik, sind die Fasikun, sind die Frevler. Das heißt, einmal Frevler, einmal Zalimun, einmal Käfirun. Die Frage ist, wann bist du Käfir, wann bist du Zalim, wann bist du Fasik? Ist das alles zur selben Zeit? Das heißt, aus dem Kontext heraus merkst du schon, wenn du keine Krankheit im Herzen hast, Moment, hier steht nichts vom Führer, sondern hier steht jeder. Und hier sagt Ibn Hazm al-Andalusi, wer ist in dem Hazm, aber Ibn Hazm al-Andalusi? Wisst ihr das? Das war zeitlang die fünfte Rechtsschule gewesen, die ist ausgestorben. Das war eine Zeit lang die fünfte Rechtsschule, das ist der Führer sozusagen der fünften Rechtsschule. Der sagt, فَلْيُلْزَمْ al-Mu'tazila أَنْ يَسْلَحُوا بِكُفْرِ كُلِّ عَاسٍ وَالظَّالِمْ وَفَاسِكْ لِأَنَّ كُلَّ عَامِلٍ بِالْمَعْصِيَةِ فَلَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ. Al-Fissal, Band 3, Seite 278. Er sagt, doch dieser Vers hat die Mu'tazila, ja, und ich glaube auch Khawarij, dazu gebracht,
Weil die haben jeden, der eine große Sünde hat, jeden, der ungerecht ist, jeden, der einen Frevel macht, zum Käfer zu erklären. Denn jeder, der eine Sünde macht, urteilt nicht mit dem, was Allah herabgesandt hat. Das heißt, das ist das Verständnis davon. Das heißt, derjenige, der sagt, dieser Vers ist ganz klar, hat entweder eine Krankheit im Herzen oder hat kein Wissen von diesem Vers. Er will das so verstehen. Hier steht nichts vom Führer. Im Kontext wird klar, hier ist jede Person gemeint. Aber wir wissen aus anderen Koranversen, dass nicht jeder, der eine Sünde macht, Käfir ist. Und deswegen sagt Ibn Abdelbar, und zwar in Tamhid, wer ist Ibn Abdelbar? Das ist einer der größten Gelehrten des Maliki-Madhabs. Der hat ein Buch, geschrieben, At-Tamhid, wo er Al-Muwatta von Imam Malik, das große Buch von Imam Malik, erklärt. Im Band 16, Seite 312, sagt er, فَقَدَّلَّ جَمَعَةٌ مِنُ الْخَوَارِجِ فَالْمُوَتَّزِلَا وَاحْتَجُ مِنْ كِتَابِ لَا بِآيَاتِ لَيْسَ عَلَى ظَهِيرِهَا مِثْلُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَلَا يَكُنْ كَافِرًا. Der sagt, eine Gruppe von Khawarij und Mu'tazila sind in die Irre gegangen. Er sagt, Ibn Abdelbar, diese Leute haben von dem Buch Allahs, hier, Band 16, Tamhid, Band 16, 312, es gibt manchmal unterschiedliche Seiten, mit einem Vers, mit Versen Beweisführung angestellt, die man nicht wortwörtlich nimmt. Warum? Weil wenn du wortwörtlich nimmst, wenn ich mit dem urteile, was Allah herabgesandt hat, sind die Kuffar, musst du jeden, wie Ibn Hazm Andalusi in Al-Fissan gesagt hat, musst du jedem zum Käfer erklären. Ich gebe dir ein anderes Beispiel. Aber aus dem Kontext wird was klar, dass nicht jeder, der eine Sünde macht, Käfer ist. Aus dem anderen Koranversen. Habt ihr es bisher alles verstanden? Ja? Ist alles verständlich. Ja? Ich versuche ganz genau zu sein, damit das jeder kapiert. Ja? So, jetzt. Wir haben zum Beispiel einen anderen Vers im Koran. Zu denjenigen sagen, das ist doch klar. Hier, steht doch da. Steht doch da. Hier, guck mal. Philosophie hier nicht rum, steht doch da. Was sagen wir zu denen? Wir haben noch was anderes im Koran. Zum Beispiel Sure 72, Vers 23. Sure 72, Vers 23. Was steht dort? Das ist Suratul Jinn, Vers 23. وَمَنْ يَعْسِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمْ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. Wer sich Allah und dem Gesandten, wer Allah und dem Gesandten ungehorsam ist, der wird für ewig, so werden diese für Ewigkeit in die Hölle gehen. So werden sie für ewig. Das heißt, wenn du Allah und dem Gesandten ungehorsam bist, wirst du für Ewigkeit in die Hölle gehen. Das heißt, wenn wir diesen Vers wortwörtlich nehmen, ohne ihn im Kontext anderer Verse zu betrachten, was müssen wir dann sagen? Du hast eine Frau angeguckt, du gehst für Ewigkeit in die Hölle. Du hast geklaut, du gehst für ewig in die Hölle. Du hast gekifft, du gehst für ewig in die Hölle. Du hast geraucht, du gehst für ewig in die Hölle. Du hast Sina gemacht, du gehst für ewig in die Hölle. Warum? Du warst Allah und ihm gesagt, ungehorsam. Jetzt werden natürlich die Leute sagen, die immer mit dem Vers kommen, wir gehen heute nur auf diesen Vers ein. Es gibt noch andere Verse. Aber wenn ich jetzt diesen Vers auseinandernehme, das heißt auseinandernehme, ich meine unter die Lupe nehme, und diese Person kommt dann zu einem anderen Vers, dann haben sie damit schon eingestanden, dass dieser Vers kein Beweis für ihre These ist. Wenn sie jetzt zu einem anderen Vers gehen, dann haben sie bewiesen, dass dieser Vers für ihre These kein Beweis ist. Was werden sie sagen bei Sure 72, Vers 23? Sie werden sagen, aber an anderer Stelle steht im Koran, zum Beispiel Sure 5, Vers 48, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah vergibt es nicht, dass man Schirk begeht, aber vergibt was darunter ist, wem er will. Das heißt, wir nehmen diesen Vers zusammen und deswegen sagt Imam al-Qurtubi in seinem Tafsir, dass dieser Ungehorsam mit gemeint ist, Ungehorsam im Tauhid, Ungehorsamkeit in der Ibadah. Das heißt, dass du Schirk begehst. Das heißt, wer Schirk begeht, wird für ewig in die Hölle gehen. Jetzt kommt ein anderer Vers, der das nochmal spezifiziert. Der sagt, wenn er Toba macht vor Ende seines Lebens, dann wird es vergeben. Die Sunna zeigt ganz klar und deutlich, dass es Leute gab, die Schirk gemacht haben und die dann zurückgekehrt sind. Aber was will ich damit nur sagen? Ich will damit sagen, zu denjenigen, die mit dem Vers aus Sure 5, Vers 44, ein Beweis im Sure 5, Vers 44 einen Beweis sehen will. Ich will zu denen sagen, Brüder,
Ich frage euch, wenn ihr bei Sure 72, Vers 23 nach Ausreden für euch selber sucht, weil ihr selber wisst, dass ihr Sünden gemacht habt, warum sucht ihr bei Sure 5, Vers 44 nicht nach der richtigen Erklärung? Warum sagt ihr bei 5, Vers 44 nicht, was haben die großen Gelehrten von früher gesagt? Was ist der Kontext? Was ist der Grund der Herabsendung? Was hat Ibn Abbas dazu gesagt von den Sahabern, von den Gefährten? Was hat Tawus, Ikrima, Mujahid, Ata und so weiter? Was haben die über diesen Vers gesagt? Warum nicht? Stellt euch mal die Frage. Ihr habt bestimmt im Internet schon oft über diese Sachen gehört, aber nie habt ihr irgendjemanden gesehen, der diesen Vers gebracht hat, von Sure 5, Vers 44, und hat dann gesagt, ja, Ibn Abbas hat dazu gesagt, Tawus hat gesagt, und der Grund der Herabsendung war, dass die Juden was gemacht haben? Tabdil. Die haben einen Vers mit einem anderen ausgetauscht und haben behauptet, dass das falsche Gesetz, was sie erfunden haben, das Gesetz Allahs wäre. Warum redet ihr darüber nicht? Und warum redet ihr darüber nicht, dass selbst wenn das großer Kuffer wäre, dass diese Person nicht unbedingt Kafir wird, weil die Regel von Al-Sunna wal-Jama'a ist, wenn ein Muslim großen Kuffer macht, bevor wir ihn zum Kafir erklären, ist was? Schauen wir erstmal, ob er nicht vielleicht was hat, einen Entschuldigungsgrund. Gut. So. Warum nicht? Weil das gar nicht das Ziel ist. Weil das Ziel ist, Khuruj, den Führer der islamischen Länder zu stürzen und selber die politische Macht zu übernehmen. Das ist die Bewegung. Das ist die Bewegung. Hä? Deswegen heißen die auch Khawarij. Das ist der Name, durch den das kommt. Man sagt, weil sie halt Khuruj zur damaligen Zeit auf einen Khulafa ar-Rashidin gemacht haben oder weil sie halt dazu aufrufen, die Führer zu stürzen, sagt man. Dass daher dieser Name kam. Das heißt, wer das heute hat, hat eine Eigenschaft von den Khawarij. Okay? Jetzt geht's weiter. Wir gehen weiter zu dem Vers. Wir sagen also jetzt erstmal, aus anderen Koranversen wird klar, dass wir es erstmal genau betrachten müssen. Aus dem Vers selber wird klar, wenn wir ihn mit anderen Versen betrachten, dass es nicht sein kann, dass jeder, der nicht mit dem Gesetz Allahs herrscht, Kafir ist. Und das sagen sie selber auch. Weil sie selber sagen auch, wenn ein Richter, also heute, zum Beispiel in einem oder anderen Gesetz, nicht mit dem Gesetz Allahs herrscht, ist er kein Kafir. Aber wenn er es in allen macht und in der Mehrheit macht, dann ist er Kafir. Wir sagen zu diesen Brüdern, wie kommt ihr auf die Unterscheidung, dass ihr sagt, in einem Gesetz ist er kein Kafir oder in einigen Gesetzen ist er kein Kafir, aber in der Mehrheit der Gesetze ist er Kafir? Woher kommt diese Herangehensweise? Und glaubt es mir, Brüder, ich hatte selber früher die Meinung, die diese Leute hatten. Ich habe selber früher die Meinung gehabt, die diese Leute haben. Und ich kam mir ganz cool vor, Leute zu Kuffar zu erklären, kam mir vor, wie die Elite vor, die rumläuft. Ja? Bis ich dann nachher gemerkt habe, auf diese Frage kann dir keiner eine Antwort geben. Da kannst du die größten Gelehrten fragen. Kann dir keiner eine vernünftige Antwort, also bisher hat mir zumindest keiner eine Antwort gegeben. Wenn einer eine Antwort hat, kann er gerne damit kommen. So. Dann so. Das heißt, wir brauchen einen Tafsir. So. Jetzt sagen wir, wir sagen, dieser Vers bezieht sich nicht auf die Führer, sondern auf jeden Muslim. Wer sagt das noch? Ibn Taymiyyah in Majmu' Fatawa, Band 11, Seite 170. Er sagt, Kullu man hakama bayna ithnaini fi waqadin, hatta alladhi yahkumu bayna sibyan. Jeder, der urteilt zwischen Zweien, ist ein Richter, selbst der zwischen zwei Kindern urteilt. فَإِنَّ السَّحَابَ كَانَ يَعُدُونَهُ مِنَ الْحُكَّامِ. So haben die Sahaba ihn zu den Führern, Hukam, gezählt. Das ist das, was Ibn Taymiyyah sagt. Das heißt, wir müssen den Vers genau unter die Lupe nehmen. So, wie wird ein Vers von Al-Sunnah wal-Jama'ah unter die Lupe genommen? Welche Methodik geht man durch? Wir wollen das wahre Verständnis. Wir wollen nicht einfach nur unsere Bewegung bewegen. Ja, weil es wird uns dann vorgeworfen, ja, ihr wollt die Führer schützen. Ja, habe ich eben schon drüber geredet. Ja, die werden bestimmt von draußen bezahlt. Immer irgendeine Verschwörungstheorie. Vielleicht werdet ihr bezahlt vom Verfassungsschutz, um die Muslime durcheinander zu bringen. Kann ich auch behaupten. Das sind alles leere Behauptungen. Wir stützen uns auf das, was große Gelehrte gesagt haben. Und wir sind diejenigen, die nicht nur einfach den Vers nehmen und sagen, ist so, sondern wir sind diejenigen, die sagen,
wir gehen dieser Sache auf, wir gehen dieser Sache detailliert nach. Das heißt, wie wird ein Koranvers erklärt? Koran mit Koran, Koran mit Sunnah, Koran mit Aussagen von Sahaba, danach Koran mit Aussagen von Tabi'in, Sunnah ist der Prophet, Tabi'in. Das sind erstmal die Schritte. Dann geht man zu Lura, dann geht man zur Meinung über. So, das heißt, aus dem Koranvers wird klar, wir sehen andere Verse, die zeigen von vornherein, dass derjenige Käfer ist, der glaubt, ein anderes Gesetz ist besser, dass derjenige Käfer ist, der glaubt, es wäre gleich gut, dass derjenige Käfer ist, der glaubt, es ist erlaubt, mit einem anderen Gesetz herrschen. Dann gehen wir zur Sunna über. So, und in der Sunna wird erstmal klar, dass nicht jede Sache, die Kuffer genannt wird, immer sofort großer Kuffer ist. Zum Beispiel gibt es viele Beweise. Ich gebe nur einen. Es gibt ganz viele, damit es nicht zu lange wird. Ich gebe euch einen Beweis für die Sache, was sie eben gesagt haben. Der Prophet hat gesagt, Thalathun min al-Kuffar. Oder in anderer Überlieferung, hier al-Kuffar. Thalathun hier al-Kuffar. Shaku jayb, das heißt, dass man sich die Klamotten zerreißt. Wahi niyahatu. Ja. Niyahatu, das ist das, wenn einer gestorben ist, man sich kratzt und schreit, da ist jemand gestorben. Ja. So, man akzeptiert praktisch den Qadr von Allah in dem Sinne nicht. Ja. Und das dritte ist Atanu fi nasab. Ja, Atanu fi nasab. Über die Abstammung, Tan, wie würde ich das am besten übersetzen, subhanallah? Wie so Verhöhnung. Also ich muss nochmal genau, aber ich finde das richtige Wort für Tan nicht, ja? Auf jeden Fall. So. Das heißt, hier wird oft Kuffer benutzt und mit Kuffer ist nicht großer Kuffer genannt. Jetzt werden diese Leute sagen, ich trinke mal kurz was.